Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im März dieses Jahres habe ich die Bibliothek des Lette-Vereins besucht und dabei von Jana Haase das Projekt Berlin zeichnet Mode vorgestellt bekommen. Nicht nur, dass mich die wunderbaren Modezeichnungen sofort fasziniert haben, sondern auch ein kurzer Einblick in die Ausstellungsplattform der Deutschen Digitalen Bibliothek fand ich sehr spannend und habe dann gleich gefragt, ob sie darüber nicht mal einen Vortrag halten könnte. Darum freue ich mich besonders, Sie, alle Zuhörer und natürlich auch die Referenten zu unserer Online-Veranstaltung Berlin zeichnet Mode, Modeschulen in Berlin, ein Digitalisierungsprojekt, herzlich begrüßen zu können. Mit uns ist der Berliner Arbeitskreis Information gemeint, ein regionaler Verein, der in Berlin angesiedelt ist. Seit 1964 bieten wir als Plattform für informationsvermittelnde Stellen und Einrichtungen und für die Information Professionals, Weiterbildungen, Fachbesichtigungen, Vorträge und Diskussionstermine im Bereich des Informations- und Dokumentationswesens ein. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet. Es wird nur der Vortrag selbst aufgenommen. Der Chat und die abschließende Diskussion wird nicht aufgezeichnet. Sie können dann später den Vortrag sich nochmal auf unserem YouTube-Kanal anhören, ansehen. Wobei ich jetzt schon sagen kann, dass dann einige Bilder, die Sie jetzt sehen, nicht dabei sein werden, weil die noch, da sind die Rechte noch nicht geklärt, die müssen wir dann verpixeln. Wir haben heute eigentlich vier Referenten. Leider ist Frau Heike Katrin Remus von der Modesammlung der Stiftung Stadtmuseum krank und kann heute nicht dabei sein. Ich möchte Ihnen aber die anderen drei gerne kurz vorstellen, damit Sie wissen, wer Ihnen denn hier einen Vortrag hält. Frau Dr. Britta Bommert ist seit 2017 die Leiterin der Sammlung Modebild, Lippe-Heidische Kostümbibliothek, der Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin. Vor ihrer Tätigkeit als Sammlungsleiterin hat sie an dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Forschungs- und Digitalisierungsprojekt German Sales 1901 bis 1929 mitgearbeitet und im Bereich Mode und Produktdesign publiziert. Ihr Studium der Kunstgeschichte, der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft und der Philosophie an der Universität zu Köln hat sie mit einer Promotion zu Ausstellungsentwürfen von Ludwig Mies van der Rohe und Walter Gropius im internationalen Vergleich abgeschlossen. Jana Haase hat ein Studium der Bibliothekswissenschaft, Slawistik und Ethnologie absolviert und danach in verschiedenen Berliner Bibliotheken gearbeitet, bis sie 2003 die Leitung der Bibliothek und des Archivs des Lette-Vereins übernommen hat. Außerdem ist sie sehr aktiv in verschiedenen Vereinen der Bibliothekslandschaft. Sie ist Vorstandsvorsitzende des BIP-Landesverband Berlin, aktives Mitglied des Arbeitskreises der One-Person-Libraries, der AG Schulbibliotheken und in dem Netzwerk Frauenbibliotheken. Dr. Dorothea Hafner ist seit dem Sommersemester 2009 Professorin für Museumsdokumentation an der HTW Berlin. Zuvor leitete sie von 1995 an die Mediathek des Kunstgeschichtlichen Instituts der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihr Studium der Kunstgeschichte, Musikwissenschaft und Italienisch hat sie mit einer Dissertation über ein Thema der oberitalienischen Renaissance abgeschlossen. Außerdem engagiert sie sich in verschiedenen Institutionen, die ich nicht alle aufzählen kann. Aber unter anderem ist sie die Leiterin des Berliner Zentrum Industriekultur und ist Mitglied im Beirat für das Digitalisierungsprojekt Gotha Transdigital 2020 bis 2027. So, und jetzt höre ich auch schon auf und wünsche Ihnen viel Spaß beim Vortrag. Jetzt muss Genau, dann beginne ich mal und gebe hier die Präsentation frei. Ja. Ja, so, das
ist die erste Seite. Wir haben uns kennengelernt im Zusammenhang mit einem Treffen, Jahrestreffen des Netzwerks Mode Textil, als ich mit meiner damaligen Projektmitarbeiterin ein früheres Digitalisierungsprojekt vorgestellt hatte, in dem wir eine Lehrmittelsammlung zur Kostümgeschichte erschlossen und digitalisiert haben. Und während dieses Treffens und weiterer Treffen reifte bei uns die Idee zu einem gemeinsamen Digitalisierungsprojekt. Auf dem Weg zu einer großen Vision, ein virtuelles Modemuseum für Berlin zu schaffen. Da haben wir mit Unterstützung von Digis, also dem Berliner Digitalisierungsförderzentrum, einen kleinen Schritt in die Richtung tun können und haben im Jahr 2021 einige interessante Bestände von Modezeichnungen aus dem Archiv des Lettevereins, aus der Sammlung der Lippe-Heidischen Kostümbibliothek und aus der Sammlung des Stadtmuseums digitalisieren können, erschließen können. Und vor allem, was so das Besondere an unserem Projekt war, in einen Zusammenhang, in ein Narrativ einbetten können, was wir auf der Plattform, Ausstellungsplattform der Deutschen Digitalen Bibliothek DDB Studio als kleine virtuelle Ausstellung angelegt haben, die hoffentlich demnächst freigeschaltet wird, wenn dort die letzten Handgriffe getan sein werden. Wir möchten Sie heute mitnehmen auf eine kleine Reise durch die Industriegeschichte Berlins, denn Mode ist ja auch immer verbunden mit Industriegeschichte, mit Sozialgeschichte, mit Kunstgeschichte. Also es hat sehr viele Facetten in der Geschichte und auch viele Bezüge zum aktuellen kreativen Prozess. Und anhand unserer Sammlungen und anhand dieser Modezeichnungen, die dort liegen, kann man eine ganze Menge aus dieser Geschichte lernen und anschaulich darstellen oder erfahren. Wir wollen dann noch auf zwei wichtige Erfahrungen oder interessante Erfahrungen, die wir während des Projektes gemacht haben, ein bisschen näher eingehen. Das sind die Normvokabulare und die Urheberrechte, denn das sind zwei Punkte, mit denen wir uns sehr intensiv beschäftigt haben und die auch sehr interessante Einblicke gebracht haben. Und am Ende zeigen wir Ihnen, wo unsere digitalisierten Objekte im Netz zu finden sind, beziehungsweise in der nächsten Zeit zu finden sein werden. Ja, vielleicht kann ich an der Stelle an Frau Dr. Hafner übergeben, denn die HTW oder die Vorgängerinstitution der HTW waren eine Wiege eigentlich für die Geschichte, die wir hier erzählen. Sollte ich mich noch laut schalten? Ja, vielen Dank, Frau Hase. Die HTW ist die Nachfolgeinstitution von verschiedenen Berliner Textilschulen oder Webeschulen, die nicht nebeneinander, sondern hintereinander existiert haben. Im Grunde geht das Mitte des 19. los mit der Modezeichnenschule, die dann 1874 die Fachschule für Dekomponieren, Komponieren und Musterzeichnen wird. Und dann kommt die städtische höhere Webeschule, also wird das zur städtischen höheren Webeschule, also im Grunde wirklich Ausbildung der Textilhandwerkern, Fabrikarbeiter auch, und zwar eben wirklich in der gesamten Breite, also Mode zeichnen, Muster zeichnen, Mode zeichnen, textiles Handwerk und eben für Weben und für alle anderen damals notwendigen textilen Kenntnisse. Es gibt dann verschiedene Zwischenstufen, die lasse ich jetzt alle weg, das spielt keine Rolle. Dazu gibt es auch eine ganz schöne Publikation. Und
Es gibt dann tatsächlich Anfang des 20. diese höhere Fachschule für Textil- und Bekleidungsindustrie, die ist koedukativ gewesen und eben wirklich an der Spitze der preußischen Ausbildung für Textilberufe gewesen und galt wirklich auch als unikale Ausbildungseinrichtung der Textilbranche, innerhalb der Berlin tatsächlich in Deutschland eines der Zentren war. Ein anderes Zentrum hat es in Sachsen gegeben für Textil und Mode, auch für Seidenweberei und so weiter. Also es gibt verschiedene Zentren innerhalb des damaligen Deutschen Reiches. Krefeld ist mit Seidenweberei auch wichtig. Sachsen ist wichtig, wie gesagt, Cottbus ist Wolle, Wollproduktion, und Berlin ist eben vor allen Dingen dann wirklich auch Mode. Haute Couture würde man heute sagen, das Modezentrum um den Hof aus Vogteiplatz, das werden Sie alle kennen, oder das war damals, also wirklich bis zum Zweiten Weltkrieg, tatsächlich eines der Zentren für Modeproduktion, Modehandel eben auch. Dazu gibt es ein paar sehr schöne Quellen. Und also da ist Berlin tatsächlich, was heute fast keiner mehr weiß, wirklich sehr, sehr groß und sehr bedeutend gewesen. Diese Zeichenausbildung spezialisiert sich dann in den 20er und 30er Jahren wirklich auf Modezeichnen und Modegrafik und wird bis, also über den Zweiten Weltkrieg hinaus, bis in die 50er Jahre an dieser Fachschule unterrichtet, neben anderen Gewerken. Und dann wird es in den 50er Jahren diese Ingenieurschule für Bekleidung. Und dann geht das eher in die technischen Detail, also in die technischen Ausbildungsgänge und der Bereich Modegestaltung. Und die Zeichenausbildung gehen eben dann an die Kunsthochschulen. Die HTW ist 1993, 1994 gegründet worden und hat hat unter anderem zwei Studiengänge aus dieser Ingenieurhochschule für Bekleidung übernommen. Das war Bekleidungsgestaltung und Bekleidungstechnik. Bekleidungsgestaltung heißt heute bei uns Modedesign. Und wir haben gerade erst vor kurzem eine Kollegin in Ruhestand verabschiedet, die wirklich auch noch in der Ostberliner Fachschule gelehrt hat und die eben auch sehr vieles an Know-how da mitgebracht hat. Und bei dem Umzug, den wir vor, 2006, ist dieser ganze Fachbereich 5 mit Gestaltung und Kultur, wo wir alle mit Designern und Kulturstudiengängen drin sind, ist an den Wilhelminenhof, also nach Oberschöneweide gezogen, vom Warschauer Platz aus, wo die damals dann saßen, nach dem Ersten Weltkrieg. Und bei diesem Umzug klassischerweise räumt man auf und man fand auf dem Dachboden Reste einer Lehr- und Studiensammlung. Der größte Teil dieser Lehr- und Studiensammlung ist tatsächlich, also der noch da ist, ist im Kunstgewerbemuseum in der Textilabteilung. Sehr viel ist im Krieg verbrannt, weil die aus der Auslagerungsort leider eben auch von der Bombe getroffen worden ist. Aber Reste, die vor allen Dingen 19. und frühes 20. Jahrhundert sind, die liegen heute bei uns im Depot. Das sind etwa 50 Stoffmusterbücher, Tafelwerke. Und die haben wir 2013 bis 2015 digitalisiert und online gestellt. Sie sehen hier den Link und ich muss Sie gleich warnen, der Link, den gibt es noch und man sieht da so ein bisschen was. Aber ansonsten ist die gesamte Präsenz also völlig veraltet. Und es ist eine meiner Aufgaben fürs nächste Jahr, da ein anständiges Content-Management-System und eine vernünftige Webseite zu bauen, dass man eben auch wieder suchen kann. Von daher gibt es bei uns ein bisschen Know-how zur Textilgeschichte und bei den Kolleginnen sehr viel zur Modegeschichte. Das würde ich für mich auf keinen Fall in Anspruch nehmen. Also ich weiß ein bisschen was zur Textilgeschichte, aber eben auch eher weniger. Aber das war ein Thema, mit dem wir uns eben seit längerer Zeit schon beschäftigt haben. Und deswegen kamen die Kolleginnen eben auf mich zu, um mich damit reinzunehmen in dieses Projekt, was ich sehr schön fand. Also wir haben keine Modezeichnung, muss ich sagen, oder wir haben keine Modezeichnung in das Projekt eingebracht, weil es die bei uns nicht systematisch im Archiv gibt. Also das haben wir dann relativ schnell gemerkt, wollten wir gerne, aber es gibt kein Archiv des Studiengangs Modedesign, das liegt irgendwo rum, einzelne Teile, und das war klar, das hat keinen Sinn, wenn wir da auf Suche gehen, das wird zu mühsam. So viel vielleicht von mir. Ich gebe zurück an Jana Hase. Vielen Dank. Ja, dann kommen wir zum Lette-Verein. Aber das Musterzeichnen und Ornamentzeichnen ist ein hervorragender Übergang. So sind wir ja auch damals im Gespräch zueinander gekommen und haben gemerkt, da gibt es eine große Vernetzung. Der Lette-Verein ist eine Einrichtung, die im 19. Jahrhundert gegründet wurde vom Berliner Bürgertum, um Berufsausbildung für Frauen zu fördern. 1866 wurde der Verein gegründet und hat zunächst ein Wohnheim für berufstätige Frauen finanziert, Freistellen in verschiedenen Schulen bezahlt. Und 1872 ist dann in Trägerschaft des Vereins die erste eigene Schule gegründet worden, und zwar die Handels- und Gewerbeschule für Frauen.
Das war eine Gründung, die wirklich auch sehr eng mit der Textilindustrie zu tun hatte. Und wir haben das, was bei uns auch aus unseren Archivbeständen als erstes digitalisiert wurde, schon vor vielen Jahren, waren alle auffindbaren Jahresberichte des Lette-Vereins. Ich habe hier mal aus einem Jahresbericht, der allerdings nicht bei uns im Archiv vorhanden ist, sondern in der Bayerischen Staatsbibliothek zu finden ist, eine Seite rausgesucht oder abfotografiert. Da wird berichtet über die Frauenindustrieausstellung in Berlin 1868, an der der Lette-Verein damals auch beteiligt war und Preise ausgelobt hatte. Und hier sieht man, eine silberne Medaille erhielt Marie Hammer aus Berlin für Musterzeichnungen. Also das war so einer der ersten Belege, die ich im Zusammenhang mit der Geschichte des Lette-Vereins gefunden habe, dass Frauen im 19. Jahrhundert auch schon mit Ornament- und Musterzeichnungen sich befasst haben und auf dem Gebiet gearbeitet haben. Der Lette-Verein hat dann in dieser Handels- und Gewerbeschule, die er 1872 gegründet hat, tatsächlich auch Frauen im Ornament- und Musterzeichnen ausgebildet. Das ist so unser Bezug zu dieser Geschichte des Muster- und Ornamentzeichnens. Ich glaube, dass diese Art der ja doch eher technischen Zeichnung auch wirklich eine durchaus wichtige Rolle in der Geschichte des Zeichnens im gestalterischen Prozess und in der Textilindustrie spielt. Ja, Lette-Verein entwickelte sich diese Schule immer weiter und passte sich ständig den Bedürfnissen der Industrie an und auch der aufblühenden Medienlandschaft. Modejournale spielten ja eine zunehmend große Rolle. Und so gab es dann am Lette-Verein auch eine Kunstwebereischule, für die Maria Brinkmann, die Tochter von dem Direktor Brinkmann aus Hamburg, vom Gewerbemuseum Hamburg, angestellt wurde. Es wurde eine Schule für Fachschneiderei eröffnet und 1919 eine Klasse für Modezeichnen. Das war dann schon explizit auch Modeillustration und Modezeichnen, vor allem für die Zeitschriften, für die Verlage, für die Medien eben. Zwischen 1927 und 1940 gab Charlotte Siebert-Berneking, die diese Modeklasse eröffnet hatte und lange geleitet hat, dann mit ihren Schülerinnen eigens Modeblätter heraus, von denen viele erhalten sind bei uns im Archiv und auch in der Lippe-Haldischen Kostümbibliothek. Anhand dieser kleinen Modezeitschriften, die der Lette-Verein da herausgegeben hat, konnten wir auch einige von den damaligen Schülerinnen, also die Namen und Zeichnungen und biografische Puzzlesteine rekonstruieren. Im Lette-Verein sind jetzt Zeichnungen aus der Ausbildung der letzten Jahrzehnte, also diese Modeblätter, das sind ja keine Originalzeichnungen mehr, das sind dann die in diesen Heftchen gedruckten Zeichnungen von Charlotte Siebert-Berneking und ihren Schülerinnen. Wir haben als Originalzeichnung bei uns im Archiv noch einige Zeichnungen von Schülerinnen aus den 50er Jahren und das geht dann bis in die heutige Zeit. Diese haben wir in dem Projekt wirklich auch sortiert, gesichtet, verzeichnet und dann digitalisiert. Und sie sind jetzt in die Datenbanken und in unsere kleine Ausstellung eingeflossen. Also Originalzeichnungen von Modezeichnern und Zeichnerinnen aus der frühen Zeit sind in der Lippe-Haldischen Kostümbibliothek und im Stadtmuseum, worunter eben auch einige von Menschen sind,
die mit dem Lette-Verein zu tun hatten, aber auch mit der ebenso berühmten Reimann-Schule. Und da kann sicherlich jetzt Frau Bommert viel erzählen. Ja, vielen Dank. Im Gegensatz zu Jana Hase und Dorothee Hafner, die beide von Ausbildungsstätten herkommen, ist die Sammlung Modebild eben eine Sammlung, wie das Wort schon sagt. Und wir haben museale Sammlungsbestände eben zu dem Bereich Mode, Kostüm, Kleidung im weitesten Sinne. Die Sammlung Modebild, Lippe-Heitsche Kostümbibliothek, so der komplette Name, ist eine der weltweit größten Bibliotheken und Sammlungen an grafischen Arbeiten zu dem Themenkomplex Mode und Kleidung. Unsere ältesten Bestände gehen zurück bis in das 15. Jahrhundert, bis heute. Wir sammeln zeitgenössisch auch und eben auch die Kleidung betreffend weltweit. Das einfach kurz zum Hintergrund der Sammlung Modebild. Und was noch wichtig zu wissen wäre, ist, dass die Sammlung zurückgeht auf eine Privatsammlung, deswegen auch der Name Lippe-Heitsche Kostümbibliothek. Die Sammlung oder ihr originärer Bestand bezieht sich eben aus der Privatsammlung von Franz und Frieda Lippe-Heide. Und Franz und Frieda Lippe-Heide, sie waren ein Verlegerehepaar, die sich 1865 selbstständig gemacht haben in Berlin auf der Potsdamer Straße. Vielleicht kennt der ein oder die andere das Wintergarten-Varieté. Das war das Palais Lippe-Heide, wo sie gewohnt haben, wo sie ihren Verlag hatten und wo sie dann eben auch ihre Privatsammlung zusammengetragen haben und schon zu damaliger Zeit öffentlich zugänglich gemacht haben. Sie haben sich also 1865 mit ihrem Verlagshaus selbstständig gemacht, und zwar mit einem Modejournal, die Modenwelt. Und mit diesem Journal waren sie schlagartig derart erfolgreich, dass sie eben finanziell in der Lage waren, ab 1870 ihre Sammlung zusammenzutragen. Und sie hatten, wie das damals im 19. Jahrhundert so üblich war, durchaus einen universalen Anspruch, alles zum Thema Kleidung zu sammeln, was sie an originalen Quellen, also sowohl Quellenliteratur wie eben auch Drucke, Fotografien und Zeichnungen zusammentragen konnten. Das haben sie gesammelt und eben 1892 schon in einem Schenkungsvertrag und dann 1899 auch physisch übertragen an die damals königlichen Museen, heute eben die staatlichen Museen zu Berlin. Und die Kunstbibliothek war damals noch Teil des Kunstgewerbemuseums, und aber die Lippe-Heitsche Kostümbibliothek hat direkt Einzug gehalten in den Komplex eben der Kunstbibliothek, die sich dann in den 20er Jahren selbstständig als Institution gemacht hat. Und so ist die Sammlung Lippe-Heide eben Teil der Kunstbibliothek heute. Und das Ehepaar Lippe-Heide hat diese Schenkung vorgenommen mit drei Auflagen. Zum einen, dass eben diese Sammlung nach ihnen benannt wird, deswegen eben der Name Sammlung Modebild Lippe-Heitsche Kostümbibliothek. Die zweite Auflage war, dass sie öffentlich zugänglich ist. Wir haben eben von montags bis freitags geöffnet, wo eben im Studiensaal die Bestände eingesehen werden können. Und die dritte Auflage war, dass eben weiterhin kontinuierlich die Sammlung ausgebaut wird und auch ins Zeitgenössische fortgeführt wird, sodass wir eben heute auf Bestände der Reimann-Schule und auch des Lette-Vereins beispielsweise zurückgreifen können. Und wie Frau Hase eben schon sagte, wir haben eben auch Bestände der Reimann-Schule. Die Reimann-Schule war eine private Schule im Bereich des Kunstgewerbes, gegründet von Albert Reimann. Und diese Schule bot eben ab 1910 eine Ausbildung im Bereich des Modezeichnens und ist damit europaweit die erste Schule, die diesen Zweig, also speziell das Modezeichnen, angeboten hat. Und Jana Hase hat es schon erwähnt, ist damit auch ein Bedarf gerecht geworden. Also man kann sagen, so wie eben, deswegen habe ich da eben ausgeführt, Franz und Frieda Lippe-Heide sich in Berlin eben selbstständig gemacht haben mit einem
Verlag für unter anderem Modezeitschriften. Man kann wirklich sagen, dass eben zum ausgehenden 19. Jahrhundert Berlin das Zentrum gewesen ist in Deutschland für die Herausgabe von Modejournalen. Und dementsprechend war eben der Bedarf da nach Modezeichnerinnen, nach Modeillustratorinnen, die eben die Mode zeichnerisch darstellen konnten, über die dann in diesen Modejournalen berichtet wurde. Und für unser gemeinsames Projekt und das als kleine Fußnote, also man darf hier ruhig nochmal den Lette-Verein und auch Jana Hase namentlich nennen, die das ganze Projekt initiiert hat und federführend von vorne bis hinten begleitet und ja, einfach hauptverantwortlich war. Das Tolle an diesem Projekt war eben, dass wir alle zusammengefunden haben in diesem Projekt und diesen Austausch betreiben konnten. Und für dieses Projekt habe ich eben überlegt, ich konnte im Jahr 2020 ein umfängliches Konvolut erwerben von der Künstlerin Marie Schulz. Man sieht hier eine Auswahl an Zeichnungen von ihr. Wir haben hier wunderbare Kostümentwürfe, die wir hier sehen. Dazu werde ich später dann, wenn es um die rechte Frage geht, noch ein bisschen ausführlicher eingehen. Wir haben hier einen Entwurf zu einem Mantel und ein Abendkleid. Und es sind wirklich qualitativ herausragende Zeichnungen. Und da konnten wir ein Konvolut im Kunsthandel erwerben von über 200 Zeichnungen. Und Marie Schulz ist eine Schülerin der Reimann-Schule gewesen, wobei wir eben als einzigen wirklich quellenfundierten Beleg den Nachweis haben, dass sie 1925 an einem Wettbewerb teilgenommen hat für Kostümentwürfe und damals sicherlich nicht an dem Stadium, wo wir hier die Kostümentwürfe sehen, damals nur den Trost oder einen Trostpreis gewonnen hat. Also wenn man die späteren Entwürfe sieht, muss man sagen, das ist erste Klasse, erste Sahne. Also damit hätte sie sicherlich mehrere Preise abgeräumt. Aber eben 1925 mit ihrem Entwurf einen Trostpreis gewonnen hat. Und das ist tatsächlich die einzige Quelle, die ich zu ihr auftun konnte. Und es war eben die Überlegung, dieses Konvolut, was ich eben kurz davor erwerben konnte, im Rahmen unseres gemeinsamen Projektes zu digitalisieren. Und wir dachten damals eben noch, eben auch online stellen zu können, aber dazu kommen wir dann später. Damit darf ich wieder an Jana übergeben, Jana Hase. Ja, Frieda Lippe-Heide war übrigens auch Mitglied im Lette-Verein. Die habe ich in alten Mitgliedslisten gefunden. Sie hat sich da auch aktiv eingebracht bei der Gestaltung eines Weihnachtsbasars und ähnlicher Aktivitäten. Also die Beziehungen der handelnden Personen zu jener Zeit, glaube ich, vor allem im 19., beginnenden 20. Jahrhundert, waren durchaus eng. Werde kurz dann zum Stadtmuseum noch was sagen in Vertretung von Frau Remus, die leider heute nicht da sein kann und die eine hervorragende Expertin für die Berliner Modegeschichte ist. Im Stadtmuseum gibt es eine wunderbare Sammlung von historischen Kleidungsstücken, von Modezeichnungen, von Accessoires, die auch immer mal wieder in Ausstellungen des Stadtmuseums gezeigt werden. Die Sammlung im Stadtmuseum fokussiert sich natürlich auf die Berliner Geschichte. Wenn die Lippe-Heidische Kostümbibliothek wirklich weltweit schaut und sammelt, dann ist das Stadtmuseum natürlich eine Berliner Einrichtung mit diesem regionalen Sammlungsschwerpunkt. Hier haben wir als Beispiele ich sehe es links, ich weiß jetzt nicht, ob Sie es seitenverkehrt sehen, eine Zeichnung, die beiden Herren in den Kostümen von Ruth Döring, einer Lette-Schülerin, dann eine frühe Zeichnung von Gerd Hartung, der selbst Reimann-Schüler war und dann später im Lette-Verein gelehrt hat. Weiter unten die beiden Frauen, eine Zeichnung aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts von
einer Modezeichnerin aus dem Modeinstitut der DDR, was auch ein sehr interessantes Konvolut ist, das das Stadtmuseum nach der Wende erwerben konnte. In dem also ganz fantastische Zeichnungen aus der DDR, aus dem Modeinstitut der DDR und aus der Handelskette Exquisit aus DDR-Zeiten liegen, die wir wirklich in diesem Projekt auch anschauen, durchsehen konnten, die Frau Remus noch weiter erschließen konnte und von denen viele digitalisiert sind und dann eben auch jetzt in der Deutschen Digitalen Bibliothek und in unserer kleinen Ausstellung zu sehen sein werden. Ja, dann kommen wir auch schon zu den spannenden Erfahrungen, die wir gemacht haben. Eine wichtige Sache ist ja im digitalen Raum, also überhaupt natürlich die Urheberrechteklärung. Im digitalen Raum ist sie besonders brisant, weil einmal im Netz kann ein Bild sich viel, viel schneller als in analoger gedruckter Form vervielfältigen und verbreiten. Deswegen hat die Frage der Urheberrechte im digitalen Zeitalter nochmal eine besondere Brisanz gewonnen. Und die Rechteklärung ist in Digitalisierungsprojekten wirklich immer eine sehr, sehr aufwendige, aber auch sehr spannende Geschichte. Manchmal läuft es ganz toll, wie zum Beispiel bei uns im Letteverein in unserem Projekt mit einer Zeichnung, die wir gefunden haben in unserem Bestand aus den 50er Jahren. Da stand nur ein Initial, U. Neumann. Also von den vielen Namen, die wir festgestellt hatten und zu denen meine Projektmitarbeiterin Sophie Hoffmann ganz akribisch und detektivisch recherchiert und geforscht hat, war das ein Name, zu dem wir nichts gefunden hatten. Denn U. sagte nicht viel und Neumann ist ein relativ weitläufiger Name. Da hatten wir keine Hoffnung und es war eine wunderschöne kleine Zeichnung. Und an einem Tag, noch während des Projektjahres, bekam ich einen Telefonanruf. Am anderen Ende der Leitung war eine Dame, die erzählte, dass ihre Mutter im Letteverein mal gelernt hat und noch einige Zeichnungen zu Hause hat, die sie gerne einmal ausstellen würde. Und ob sie nicht mal vorbeikommen könnte und uns die Zeichnung zeigen könnte. Haben wir einen Termin vereinbart und die Dame kam dann mit ihrer Mutter und den Zeichnungen. Wir haben uns wunderbar unterhalten und die Zeichnungen angeguckt. Und dann fielen auch die Namen und irgendwie, also es war, sie hieß nicht Neumann, sie hieß anders. aber irgendwie hatten wir so ein Gefühl, das könnte zusammenpassen. Und meine Projektmitarbeiterin holte diese kleine Zeichnung raus und fragte, hießen Sie vielleicht früher anders? Hießen Sie vielleicht früher Neumann? Und tatsächlich, das war Ursula Walter, geborene Neumann. Also es war wirklich ein Zufall, dass eben die Dame, von der wir so eine schöne Zeichnung hatten, die wir eben auch gern öffentlich zeigen wollten, bei uns reinschneite sozusagen. Wir haben dann noch einige Zeichnungen von ihr als Dauerleihgabe in unser Archiv aufgenommen, die wir dann auch digitalisiert haben und mit ihr die Rechtefrage so weit geklärt, dass sie uns ihre Werke mit einer Lizenz ausgestattet hat, zu der wir auch eine Vereinbarung haben und mit der wir die Sachen auch öffentlich zeigen können. Das war eine Geschichte, die immer wieder passiert. Also man kann es nicht ausschließen, dass man wirklich in so einem Projekt auch ja, durch Zufälle und manchmal glaube ich wirklich durch intensives Darandenken auf die Urheberin der Werke stößt. Wir haben natürlich aber hauptsächlich durch Recherchen etwa die Hälfte der Urheber und Urheberinnen unserer Zeichnung oder der Zeichnung aus unserem Bestand feststellen können und
mit diesen ja noch lebenden Personen Vereinbarungen treffen können, um die Werke zu zeigen. Ein bisschen anders ist es in der Kostümbibliothek gelaufen. Ach so, ich habe hier noch vom Stadtmuseum erstmal noch eine Folie. Ja, im Stadtmuseum gab es zu einigen Konvoluten tatsächlich Vereinbarungen, die getroffen wurden, sodass wir die Zeichnungen zeigen können. Wir haben zu den Nachfahren von Gerd Hartung Kontakt aufgenommen, bekommen, und der ist auch sehr gut gelaufen, sodass wir die Sachen auch zeigen können. Und die Arbeiten aus dem Modeinstitut der DDR, das war auch erstmal noch ein bisschen fraglich. Das konnte aber auch geklärt werden, sodass wir auch diese Sachen zeigen können. Dann gebe ich wieder an Frau Bommert, denn in der Kostümbibliothek gab es eine nicht ganz so erfreuliche Geschichte, aber doch auch eine sehr spannende und erzählenswerte Geschichte. Ja, vielen Dank. Wir haben ja eben die Zeichnung von Marie Schulz sehen können. Und wie gesagt, das Konvolut besteht aus über 200 Blatt. Und das war eigentlich unser Ansinnen, eben die dann auch online präsentieren zu können mit unserem Projekt. Und nun ist es so, dass das Urhebergesetz sich letztes Jahr geändert hat und tatsächlich genau in unsere Projektlaufzeit gefallen ist. Es ist so, dass ich weiß nicht, inwiefern Sie vertraut sind mit Urheberrechtsfragen. Werke sind gemeinfrei, wenn der Künstler, die Künstlerin 70 Jahre tot ist. Also es ist schon auch ein wenig makaber. Man recherchiert immer das Sterbedatum, um zu schauen, ob man die Bilder online stellen darf. Aber es ist tatsächlich eben, ist die Künstlerin, ist der Künstler bereits 70 Jahre tot und gibt es keine Rechte an der Reprofotografie. Und auch das hat sich geändert, also sprich an der Reproduktion dieses Werkes. Dann kann man die Arbeiten online stellen. Kleine Fußnote, weil ich gerade das Thema Reprofotografie angesprochen habe. Auch das hat sich eben geändert bei dem Urhebergesetz letztes Jahr. Alles, was unter Reprofotografie zu fassen ist, ist auch gemeinfrei. Also da haben die Fotografinnen keine Rechte mehr dran, wenn eben keine künstlerische Eigenleistung in dieses Foto geflossen ist. So muss man sich das vorstellen. Damit lasse ich aber das Thema Reprofotografie jetzt auch ruhen, weil dann konzentrieren wir uns jetzt auf die Rechte der Künstlerinnen und Künstler, die die Werke geschaffen haben. Und jetzt im Fall von Marie Schulz war es eben so, dass wir haben dieses Konvolut im Kunsthandel beziehen können und eben die Information über den Händler erhalten, dass die Person der Freundin von Marie Schulz eben dieses Konvolut an die Galerie abgegeben hat zum Verkauf. Und die Information lag vor von dem Sohn der Freundin der Künstlerin, dass diese Freundschaft bestanden hat bis zum Mauerbau. Und Marie Schulz eben bis zu diesem Zeitpunkt in Großbeeren gelebt hat. Und mit dem Mauerbau ist diese Freundschaft eben konnte nicht weiter gepflegt werden oder ist eben, man hat sich dann eben nicht mehr, hat diese Freundschaft eben nicht mehr weiter fortgeführt. Ich hatte also diese Information, dass sie bis 1960, 61 in Großbeeren auf jeden Fall gelebt hat und überhaupt die Tatsache, dass sie noch gelebt hat, weil damit waren ihre Werke oder sind ihre Werke nicht gemeinfrei, weil sie eben noch keine 70 Jahre verstorben ist. Und in der Vergangenheit ist man in der Regel so verfahren, dass man versucht hat, das machen wir auch heute noch, aber man hat versucht eben, also damit, ja genau, man hat versucht, die Rechtsnachfolge zu klären, also überhaupt zu klären, lebt Marie Schulz womöglich noch, was eher unwahrscheinlich ist, wo sie ja 1925 den Trostpreis
erhalten hat, was ich als Quellenangabe hatte. Aber wer hat ihre Rechtsnachfolge angetreten? Also gibt es irgendwelche Erben, die man da jetzt für die Bildrechte kontaktieren muss oder kann? Und es war sehr schwierig, überhaupt irgendwelche, um nicht zu sagen, ich habe keine Informationen, weiteren Informationen zu Marie Schulz herausfinden können. Ich habe mich dafür ans Standesamt, an den Friedhof gewendet, an Kirchengemeinden. Es wurden Kirchenbücher gesichtet, um nach Möglichkeit eben ein Lebens- bzw. Sterbedatum zu Marie Schulz zu eruieren und um in Erfahrung zu bringen, ob sie womöglich irgendwelche Nachfahren hat. Wobei ich da war schon die Vermutung oder der Sohn der Freundin meinte sich zu erinnern, dass es keine Kinder gab und Marie Schulz wohl auch alleinstehend war, zumindest um 1960 herum noch. Sodass, also ich konnte keine Rechtsnachfolge ausfindig machen und damit zählen diese Arbeiten unter verwaiste Werke, so nennen die sich. Und früher war es durchaus gang und gäbe, dass wenn man wirklich umfängliche Recherchen getätigt hat, um die Rechtsnachfolge zu ermitteln, dass man dann guten Gewissens diese Arbeiten auch online stellen konnte und präsentieren konnte mit einem entsprechenden Hinweis in der Bildunterschrift. Und das hat sich eben geändert mit dem neuen Urhebergesetz. Das Verfahren ist jetzt folgendes bei verwaisten Werken. Es gibt jetzt eine europaweite Datenbank, die sich EUIPO nennt oder EUIPO geschrieben wird. Und die Aufgabe ist es jetzt eben an mir, diese Arbeiten auf dieser Datenbank online zu stellen. Dann läuft eine Frist an von einem halben Jahr. Und eine mögliche Rechtsnachfolge hat so eben die Möglichkeit, auf diese Arbeiten aufmerksam zu werden und ihren Rechtsanspruch geltend zu machen. Und nach Ablauf dieses halben Jahres hätte ich jetzt die Möglichkeit, dann eben auch die Arbeiten online zu zeigen, wenn sich bis dahin niemand gemeldet hat. Das ist jetzt das Verfahren, wie es erforderlich ist, dass man vorgeht. Es gestaltet sich, also man muss sich vorstellen, dass das Gesetz wurde erst letztes Jahr geändert und damit auch diese europaweite Datenbank eingeführt. Der Workflow ist noch nicht so flüssig, wie er sein sollte und es klappt noch nicht problemlos mit dem Hochladen der Bilddaten. Also sowohl meine Kolleginnen, die auch ein Digitalisierungsprojekt laufen haben mit unter anderem verwaisten Werken, wie auch mir, ist es bislang nicht gelungen, ich hatte mal, glaube ich, drei Bilder versuchsweise hochgeladen. Das hatte geklappt, aber wir hatten zuletzt keinen Zugang mehr zu der Datenbank. Also auch da ist, das muss ich erst alles noch einruckeln und muss sich noch, muss routiniert werden. Aber das ist jetzt das gebotene Verfahren, wie wir da vorzugehen haben. Und da wir jetzt mit Marie Schulz nicht direkt online gehen konnten, hat insbesondere meine Mitarbeiterin Hilga Tringener sich auf die Suche begeben in unserer Sammlung und hat nach gemeinfreien Werken gesucht, beziehungsweise nach Werken, wo wir die Nachfahren kennen und diese kontaktieren können und fragen konnten, ob wir die Arbeiten online stellen dürfen. Und das war jetzt hier, wir sehen es auf der Präsentation, sehen wir links, eine Arbeit von Helen Ernst, die eben, und hier haben wir ein schönes Beispiel, ich glaube, 1948 verstorben ist, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, und damit eben 70 Jahre bereits tot ist. Also die Arbeiten von Helen Ernst sind gemeinfrei und können damit online gestellt werden. Und bei Irena von Rügen war es eben die Möglichkeit, an den Nachfahren heranzutreten, Jean von Rügen, und der uns die Erlaubnis erteilt hat, diese Arbeiten online zu zeigen. Genau, Irena von Rügen hatte im Lette-Verein gelernt und es war auch letztes Jahr in Falkensee bei Berlin, weil sie dort gelebt hat lange, eine kleine Ausstellung im Heimatmuseum
zu der Frau Remus einen sehr guten Kontakt hatte. Also hier auch wieder gab es auch wieder ein historisches Kontaktnetzwerk und eins in der Gegenwart, was einfach auch wieder war eine ganz tolle Erfahrung und eine schöne Arbeit. Das war jetzt nochmal, das hatte ich schon erzählt, ganz oben diese kleine, wunderbare Zeitung von der Ursula Walter, geborene Neumann, die uns wirklich wie durch ein Wunder zu uns gekommen ist, wodurch wir diese rechte Frage klären konnten. Und unten eine Zeichnung von Gerd Hartung. Das hat er während einer Modenschau als Lehrer im Lette-Verein, hat er ganz schnell die Entwürfe der Schülerinnen, die da in der Show präsentiert wurden, gezeichnet, skizziert. Da sieht man nochmal, das war in den 1980er Jahren, da war das Zeichnen viel schneller als das Fotografieren. Heutzutage hat man schneller sowas fotografiert und bei Instagram und WhatsApp gepostet. Damals brauchte es Tage, bis ein Foto dann gedruckt war und zeigbar war, weil es ja, musste ja noch durch die chemische Entwicklung und so weiter. Und eine Zeichnung war sofort da und sofort sichtbar. Deswegen war auch die Modezeichnung ein ganz, ganz wichtiges Medium viele, viele Jahre. Was für uns hier eben besonders toll war, auf dieser Skizze von Gerd Hartung sind Entwürfe von zwei, von einem Schüler und einer Schülerin, die damals in den 80er Jahren im Lette-Verein bei ihm lernten, nämlich Jacqueline Ostermann und Jochen Panke. Und diese beiden sind heute bei uns Lehrkräfte. Und da sehen Sie ganz rechts eine Zeichnung von Jochen Panke und eine Zeichnung von Jacqueline Ostermann, die sie jetzt heute in der jüngsten Zeit angefertigt haben. Also auch eine schöne Geschichte über so ein Netzwerk von Personen und über Traditionen. Und ja, dann, der nächste große Schwerpunkt war das Vokabular. Das ist ja eben ganz wichtig bei der Erfassung von Werken und der Erschließung von Werken in Datenbanken und vor allem beim Zusammenspielen von großen Datenbanken dann im Netz. Denn eigentlich hat so ein Digitalisat nur so viel Wert, wie es auch findbar ist, oder der Wert steigt mit seiner Findbarkeit, finde ich. Und damit es wirklich findbar ist in dieser Riesenmenge von Daten, ist es unwahrscheinlich wichtig, gute Beschreibungen und vor allem Normvokabular in die Metadaten mit einzubinden. Wir haben hier eine ganze Weile gesucht und überlegt und sind dann durch einen wunderbaren Kollegen der Kostümbibliothek drauf gebracht worden, dass es ja das European Fashion, den European Fashion Thesaurus gibt, wo sich Fachleute aus vielen Ländern schon mal gemeinsam Gedanken gemacht haben über einen Grund. Vokabular für die Verschlagwortung von Datensätzen aus dem Bereich Mode und Textil. Das ist ein relativ großer Thesaurus. Wir haben uns den dann zusammen angeschaut und in einem gemeinsamen Prozess 20 Schlagworte ausgewählt aus diesem Thesaurus, die auf viele von unseren Datensätzen passen und in der Erschließung dann diese Schlagworte in unsere Datensätze mit eingebaut an verschiedenen Stellen, sodass man, wenn man jetzt zum Beispiel in der Europäer oder in der Deutschen Digitalen Bibliothek nach, ich habe das hier mal gemacht, Damenbekleidung Berlin sucht, dann kriegt man zum Beispiel angezeigt hintereinander dieses Bild von Gerd Hartung und zwei Bilder aus der Sammlung des Stadtmuseums Berlin dazu. Um solch ein Ergebnis zum Beispiel zu haben, ist es wichtig, diese Normvokabulare zu verwenden.
European Fashion Thesaurus basiert auf AAT, dem Arts and Architecture Thesaurus und der gemeinsamen Normdatei. Die Begriffe werden mit Nummern verknüpft, mit IDs, die dann in unsere Datensätze mit eingearbeitet werden, und über die ID läuft dann diese Verbindung, wenn der Suchalgorithmus arbeitet. Ja, so viel vielleicht zu diesem Schwerpunkt des Vokabulars. Frau Bommert, Frau Hafner, wollen Sie noch was zu den Vokabularen erzählen? Ja. Ich vermute mal, ja, vielleicht drei Sätze, weil das tatsächlich auch eines meiner Lehrgebiete ist, die ganze Geschichte mit Standardisierung. Die versammelte Gruppe hier, ich kenne die wenigsten von Ihnen, was mir leid tut, aber ich vermute mal, dass man Sie nicht davon überzeugen muss, wie wichtig das ist, Standards und Normdaten und Normdateien zu verwenden und eben kontrolliertes Vokabular in der Erschließung. Das Interessante für mich bei dem Projekt war tatsächlich, ne, ich lehre immer die Theorie und erzähle den Studis, wie man sich das vorzustellen hat im Idealfall, und die Mühen der Ebene im tatsächlichen Umsetzen dann zum Beispiel eben bei einem solchen Projekt. Das war schon ziemlich spannend zu sehen, wie mühevoll das dann eben doch ist, wenn man sich an bestimmte Standards halten will. Also das war tatsächlich für mich sehr bereichernd, ja. Ja, aber vor allem mussten wir dann wir haben ja drei verschiedene Datenbanken in den drei Institutionen. Wir mussten wirklich schauen, in welche Datenfelder kann man dieses Vokabular noch unterbringen. Und das war in jeder Datenbank anders. Bei den Exporten ist es wichtig, dann auch diese Felder, wo diese Normvokabulare jetzt drinstecken, auch zu berücksichtigen im Mapping. Funktioniert dann in manchen Fällen ganz gut automatisiert, in manchen Fällen muss dann da irgendwie manuell noch ein bisschen nachgearbeitet werden, damit beim Mapping dieses Vokabular da mit dazu geschummelt wird sozusagen. Und jetzt ist es so, dass unsere digitalisierten Daten in den drei Datenbanken der drei verschiedenen Häuser zu sehen sind, im Lette-Verein, in unserer Datenbank EasyDB, mit der wir arbeiten, im Stadtmuseum hier öffentlich auf in der Sammlung online, und die Kostümbibliothek öffentlich auf SMB Digital. Mit welchen Datenbanken Sie genau arbeiten, können Sie vielleicht selbst nochmal sagen, Frau Bommert? Wir arbeiten mit Museum Plus. Und im Stadtmuseum, wissen Sie es noch? Womit arbeiten Sie noch, Frau Hase? Wir haben EasyDB. Das ist so ein bisschen eigentlich ja keine Museums- und Archivdatenbank, aber wir haben sie uns so zurecht gemacht. Das Stadtmuseum arbeitet in Daphne von Robotron. Richtig, Daphne. Ja. Ja, ne? Also die drei verschiedenen Datenbanken, die ja auch, also von der grundlegend von der Software schon so ein bisschen unterschiedlich sind, dann natürlich unterschiedlich bespielt werden. Das war schon ein ganz spannender Prozess. Aber wir haben das geschafft. In der Deutschen Digitalen Bibliothek sind die Daten jetzt angekommen, und da sehen sie dann doch recht einheitlich aus. Also für die Menschen, die dann in der Deutschen Digitalen Bibliothek in den Datensätzen recherchieren und sich die anschauen. Also ich bin da schon ganz stolz auf unser Ergebnis. Und in der Deutschen Digitalen Bibliothek und in der Europäer, das ist ja doch so was Katalogartiges, da hat man dann einzelne Datensätze. Die schöne Möglichkeit auf der Plattform der Deutschen Digitalen Bibliothek, DDB Studio, kleine virtuelle Ausstellung anzulegen, war nochmal eine besondere Herausforderung in unserem Projekt. Hier kann man diese einzelnen digitalisierte Objekte, die einzelnen Datensätze wirklich nochmal in eine Geschichte einbetten und auf die Weise Kontexte herstellen und Geschichten erzählen. Die Konzeption dieser kleinen digitalen Ausstellung hat Frau Hafner mit einem Seminar übernommen. Vielleicht,
Frau Hafner, können Sie darüber noch ein bisschen berichten? Ich bin gerade noch dabei, den Thesaurus Europeana Fashion zu finden, weil das eine Frage hier im Chat war. Ich hoffe, dass man über diesen Link, den ich jetzt gerade in den Chat geschrieben habe, richtig an den Thesaurus rankommt. Frau Hase wird das besser wissen, weil die ihn auch genutzt hat. Das habe ich ja gar nicht getan. Vielleicht noch zu dem, was wir dazu beigetragen haben. Ich sagte vorhin schon, dass wir eben nicht mit der Digitalisierung von einzelnen Zeichnungen oder auch unseren Musterbüchern mit reingegangen sind ins Projekt, sondern wir haben den Vermittlungsteil übernommen, wenn Sie so wollen. Und ich habe im Rahmen eines Praxisprojektes im Sommer 2021, also auch zu vollen Corona-Zeiten, und es war wirklich mühsam mit Online und allem, also auch für die Studierenden vor allem ziemlich mühsam. Wir haben eben diese Ausstellung konzipiert, die dann eben im DDW-Studio, also eine von diesen virtuellen Ausstellungen, die in der Deutschen Digitalen Bibliothek laufen. Das ist inzwischen relativ gut standardisiert, also auch relativ gut auch zu sehen. Oder dieses Tool, DDW Studio, da gibt es bestimmte Vorgaben, das ist gut dokumentiert und man kommt da ganz leicht rein. Und das Interessante war, dass ich dann, also wir haben die Studierenden eingeführt in das Thema, haben den Rechercher, oder ich habe denen Rechercheaufgaben gegeben, das war so eine Handvoll, 6, 7, 8 Studierende, die sich da wirklich sehr reingekniet haben. Der eine, ein älterer Student, der hat selber Ballette gelernt, allerdings nicht Textil, sondern Fotografie. Der kannte aber wiederum Gerd Hartung als Lehrer. Also es sind alle möglichen Sachen zusammengekommen, die wirklich auch hübsch waren. Und die eine Studentin, die auch schon ein bisschen ein älteres Semester war, die aus der DDR stammt, aus dem Osten, der natürlich das Modeinstitut und Exquisit absolut ein Begriff war, viel mehr als mir, die dann sagte, wir müssen aber unbedingt bitte auch das Augenmerk auf Modeinstitut Berlin, also Berlin Ost und West nach dem Krieg, also nach 1950, legen. Und dann haben die sich wir haben dann eben überlegt, welche Geschichte erzählen wir, welche Story soll es werden. Und dann gab es im Grunde im weitesten Sinne eine chronologische mit den Anfängen im Letteverein und in der Reimann-Schule in den 20er und 30er Jahren, auch mit diesen legendären Kostümbällen, die natürlich auch inspiriert sind von den Bauhaus-Kostümbällen. Dazu gab es Vergleichsobjekte dann auch oder Vergleichszeichnungen und Fotografien eben auch. Und dann nach dem Krieg die Teilung in Ost und West und die jeweilige Entwicklung in Ost- und West-Berlin. Das war im Grunde so das Grobkonzept. Und dann haben wir geschaut, dass wir dazu jeweils Zeichnungen und Fotografien eben auch finden. Wir durften dann in der Kleingruppe auch wirklich im Sommer in die Kunstbibliothek, in die Sammlung, also in die Lippe-Heidische Kostümbibliothek, und haben die Zeichnungen in wirklich in echt als Objekte sehen dürfen und haben eben auch einen Besuch im Letteverein gemacht und da auch die Zeichnungen gesehen. Und es war einfach toll für die Studierenden, das auch wirklich dann live sozusagen in echt zu haben, weil wir die Wochen vorher einfach immer nur online waren. Und das extrem mühsam für alle war. Ein Besuch im Stadtmuseum hat dann aus verschiedenen Gründen nicht mehr stattfinden können, leider. Was wir alle sehr bedauert haben, weil wir eben sehr neugierig waren, auch auf die Bestände zum Modeinstitut der DDR. Aber wir haben eben ziemlich viele Dinge doch sehen dürfen. Und Sie gucken jetzt sozusagen in die Werkstatt von DDB Studio, also in das, was da jetzt eingegangen ist, wo ich, muss ich gestehen, auch gar nicht mehr daran beteiligt war, aus Zeitgründen. Das hat dann wirklich Sophie Hoffmann, die wirklich großartige Projektkoordinatorin, umgesetzt, weil irgendwann auch unser Projekt zu Ende war und die Studierenden dann nicht mehr so sehr viel Zeit hatten. Zwei oder drei Damen haben sich da noch ziemlich reingekniet. Aber insgesamt haben wir auch wieder gemerkt, wie schwierig das mit einem zeitlich limitierten Studentenprojekt ist, dann auch wirklich zu, wie soll ich sagen, belastbaren Ergebnissen zu kommen. Also das hat sich wieder gezeigt, dass das nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Und ich möchte an der Stelle nochmal Jana Hase sehr danken für ihr wirklich äußerst souveränes Steuern des gesamten Projektes im Verein eben mit Sophie Hoffmann, die als Projektkoordinatorin beschäftigt war. Und das hat richtig toll geklappt. Und es war persönlich, fachlich, inhaltlich, organisatorisch großartig. Und es war persönlich einfach auch ausgesprochen bereichernd und schön mit den Kolleginnen. Das waren tatsächlich alles Frauen. Typische Sache, Textil ist ein Modethema, egal ob es Zeichnungen oder die Stoffe oder die Entwürfe sind. Also mir hat es großen Spaß gemacht, auch wenn ich vielleicht wirklich nur eine Juniorpartnerin war, aber ja, vielleicht so weit. Ja, genau, da kommt dieses Kostümfoto, das war so toll. Das kommt, glaube ich, auch aus der Kunstbibliothek. Ne? Ja, soweit.
Ja, genau. Ich habe es geschafft, hier wirklich in den Redaktionsmodus der Ausstellung zu kommen und blätter das einfach mal durch. Ich hoffe, Sie können das alle sehen. Es sind im Hintergrund noch ein paar Verlinkungen einzutragen. Also alle Bilder, die hier gezeigt werden, sollen eigentlich in der Datenbank DDB vorhanden sein und dann eben hier aus dem Ausstellungsbereich auch immer jeweils zu dem Datensatz in der DDB verlinkt werden. Hier sieht man dann, wenn man auf das i klickt, die Bildbeschreibung oder ne, in der realen Ausstellung wäre das das Täfelchen, was neben dem Bild an der Wand hängt. Und dann gibt es hier diesen Link zum Objekt. Darüber kommt man dann in die ganz normale DDB zum Datensatz. Und das soll alles am Ende ordentlich verlinkt sein. Da muss ich noch demnächst jetzt die letzte Arbeit machen und die Verlinkungen alle fertig nachtragen. Und dann kann ich Bescheid geben. Wir sind jetzt fertig und wenn die Kolleginnen von DDB Studio dann ihrerseits sicherlich auch alles nochmal technisch gecheckt haben, wird das dann öffentlich gestellt und kann von jedem auf der Seite DDB Ausstellungen angeschaut werden. Ja, so wird's aussehen. Also das war wirklich eine spannende Geschichte. Also es ist das Konzept, glaube ich, was die Studierenden sich ganz am Anfang ausgedacht haben, ist es wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Also im Laufe der Arbeit hat sich da dann doch nochmal ganz schön was verändert. Die hatten ursprünglich sehr historisch-chronologisch gedacht und dann recherchiert und waren dann aber doch von den Sammlungen und von überhaupt von der von dem Thema Archiv und davon, wie so ein Archiv aufgebaut ist, so fasziniert, dass sie tatsächlich die Ausstellung so mit der Thematisierung des Archivs und der Sammlung beginnen. Und dann eben in die aus den einzelnen Sammlungen, die sie sich angeschaut haben, hier lauter kleine Kapitel entwickeln. Die Reimann-Schule, der Lette-Verein, das Modeinstitut der DDR. Und eben die rechte Frage auch mal noch mal so ein bisschen thematisieren. Also Marie Schulz' Zeichnungen werden zwar nicht gezeigt, wir zeigen dann stattdessen einfach leere Kästen. Und die Frage des Urheberrechts wird thematisiert. Und ganz am Ende, das wollten gern unsere Kolleginnen vom Lette-Verein, zeigen sie noch ein paar ganz aktuelle Zeichnungen von jetzigen Schülerinnen, um diese Verknüpfung mit der ganz aktuellen Gegenwart nochmal zu haben. Ja, also hier so ein kleiner Einblick, da haben Sie denn doch schon mal gesehen, wie so eine DDB-Studio-Ausstellung aussieht. Ja, ich glaube, damit sind wir mit dem, was wir erzählen können, durch. Und vielleicht gebe ich am besten an Tanja zurück. Du hast vielleicht die Fragen, die im Chat gekommen sind, auch im Blick. Das hat, glaube ich, Frau Hafner alles schon beantwortet, so wie ich das gesehen habe. Das mag ich ja immer am liebsten, wenn jemand dabei ist, der das gleich bearbeitet. Ich hätte aber gleich die erste Frage. Also es dürfen jetzt alle fragen. Sie können also Ihr Mikrofon auch aufmachen. Für mich ist die Frage, wie viel sind es denn jetzt geworden, Zeichnungen, die man öffentlich zeigen darf? Gibt es da eine Zahl? Da hast du dir eine Frage ausgedacht. Nee, ich habe es tatsächlich nicht durchgezählt. Das müsste ich mal durchzählen. Also wir haben ungefähr 600 Zeichnungen sind digitalisiert worden. Und ich würde sagen, wir können auf jeden Fall die Hälfte zeigen. Eine genaue Zahl kann ich nicht sagen.
müsste ich wirklich dann zählen. Und kommen denn jetzt die anderen, also die diese europaweite Datenbank EUIPO, war mir schon ein Begriff, weil wir selber vom Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv damit arbeiten wollen. Ich wusste jetzt nicht, dass es noch nicht so richtig funktioniert. Wenn das dann mal funktioniert, werden dann die restlichen Zeichnungen alle da reingestellt, sodass man sie irgendwann alle freigeben kann, oder ist das jetzt nicht geplant? Das ist unser Ziel, dass sukzessive, so wie es möglich wird, ne, die Zeichnungen auch veröffentlicht werden. Aber da können wir keine genauen zeitlichen Angaben machen, oder? Frau Bommert, haben Sie schon noch neue Erfahrungen? Also ich sage mal so, für uns ist es ein großes Ziel, unsere aktuelleren Sammlungsbestände auch online zu zeigen. Von daher müssen wir diesen Weg gehen, bei den verwaisten Werken, diese jetzt in die Datenbank einzupflegen. Sie können sich vorstellen, oder ich glaube, das gilt für viele Sammlungen, aus Urheberrechtsfragen hat man bei manchen Online-Präsentationen von Sammlungen den Eindruck, die enden im ausgehenden 19. Jahrhundert. Weil es so wahnsinnig mühselig ist, die Urheberrechte zu klären. Und dort, wo, also ich habe jetzt die Position der Sammlungsleitung erst seit 2017 inne. Meine Vorgängerin Adelheid Rasche, die hat intensive Recherchen zuvor schon angestellt zu diversen Künstlerinnen und Künstlern. Und da gilt es jetzt tatsächlich, wo man die Rechtsnachfolge nicht ausfindig machen konnte, dann diese Arbeiten sukzessive in die Datenbank einzupflegen, um die dann auch online zeigen zu können, um eben auch gerade auch den Jüngeren, den Studierenden aufzuzeigen, dass wir eben auch Sammlungsbestände aus dem 20. Jahrhundert haben und das auch umfänglich und das auch sehr reizvoll. Und ja, also Sie müssten sich vorstellen, wir haben in der Sammlung Modebild Lippeitsche Kostümbibliothek in der Summe circa 250.000 Werke. Also das setzt sich zusammen aus 150.000 Druckgrafiken, 50.000 Modefotografien und 25.000 Zeichnungen, und die anderen Arbeiten sind dann historische Quellenliteratur und Modemagazine. Und wir werden also zu unseren Lebzeiten, zu Lebzeiten meiner Mitarbeiterin und mir, werden wir nicht alle Objekte erfasst haben online. Und es ist tatsächlich bei diesen sogenannten Large-Scale-Collections, ist es die Frage, versuche ich mehr Quantität zu produzieren, was die Aufnahme der Objekte in der Datenbank und den Metadaten anbetrifft, oder eben Qualität und gehe in die Tiefe. Und das ist jeweils immer wieder eine Abwägungsfrage, wie man da die Prioritäten setzt. Und Sie können sich vorstellen, diese Bilddaten jetzt wieder auf einer anderen Datenbank, wo man eben nicht tagtäglich mit umgeht und sich jedes Mal wieder neu eindenken muss und die Arbeitsschritte sich vergegenwärtigen muss. Das ist einfach zeitaufwendig. Und Sie haben es schon raushören können. Also ich habe Hildegard Ringener an meiner Seite, die eben für die Einzelblattsammlung zuständig ist. Und eines ihrer Hauptaufgaben ist eben, die Objekte, die Arbeiten in die Datenbank einzupflegen. Aber das ist eben, da sind wir nicht viele zu zweit. Und was man dann prioritär bearbeitet, das ist oft projektabhängig tatsächlich, das kennen Sie auch. Man hat ein Projekt und das ist ja auch eine wunderbare Zielstellung und will da eben dann auch ein bestimmtes Ziel in einer bestimmten Zeit erreichen. Und das Projekt gibt ja dann meist vor oder setzt den Rahmen, in welcher Art und Weise man das dann macht. Und so arbeiten wir uns Stückchen für Stückchen voran. Okay. Klingt auf jeden Fall gut. Das klingt vor allem nach sehr viel Arbeit. Gab es denn auch Erfahrungen, also ohne dass ich jetzt Namen hören möchte, dass Zeichnerinnen oder auch Anverwandte gesagt haben, nee, sie wollen es auf keinen Fall veröffentlicht haben? Oder
ist das eher ungewöhnlich? Also da muss ich total positiv berichten. Wir sind in der Regel, haben wir ja Sammlungsbestände, das sind jetzt nicht Namen wie Picasso oder, also wir haben es in der Regel mit Künstlerinnen und Künstlern zu tun, die gerade in dem, früher sagte man kunstgewerblichen Bereich, heute sagt man angewandte Künste oder Designbereich, tätig waren oder sind und die nicht diese Berühmtheit haben wie viele große Künstler im Bereich der bildenden Kunst. Und im Bereich der bildenden Kunst ist womöglich mit Urheberrechten richtig Geld noch zu machen. Das ist in, also bei uns die Resonanz ist eigentlich die, dass sich die Nachfahren, die Rechteinhaber total freuen, womöglich überhaupt erst zu erfahren, dass man Arbeiten von Familienangehörigen in der Sammlung hat und dass man die dann auch noch publik machen möchte. Das nehmen, also so meine Erfahrung, nehmen die in der Regel als eine Würdigung wahr und sie freuen sich darüber. Und das ist leider im Hinblick auf dieses neue Urhebergesetz in unserem Fall, muss ich sagen, eigentlich für uns eine zusätzliche Hürde, die wir nehmen müssen, um diese Arbeiten dann online stellen zu können, weil eigentlich ist es zum einen eine Möglichkeit, überhaupt die Rechtsnachfolge ausfindig zu machen. Also viele melden sich ja auch, die sagen, Mensch, ich weiß, von wem das Blatt ist. Und ich weiß nicht, ob die Rechtsnachfolger unbedingt auf diese Datenbank aufmerksam werden. Also da bin ich mal gespannt, wie man das tatsächlich publik macht, weil die man ja damit erreichen möchte, die sind ja vielleicht nicht souverän und selbstverständlich im Bereich der Künste, im Bereich der Digitalisate unterwegs. Und das müsste man ja eigentlich irgendwie publik machen, dass es diese Datenbank gibt und mögliche Rechtsnachfolgerinnen sich da kundig machen können. Das ist eigentlich, würde ich sagen, über unsere Datenbank, ich würde vermuten wollen, dass wir da eine größere Reichweite womöglich haben. Und wir müssen dann eben zusätzlich diesen Weg dieser europäischen Datenbank jetzt gehen. Mhm. Ja, es ist so, wie es ist. Es ist die Gesetzgebung. Es wird auf jeden Fall das Ziel sein, das mit den Arbeiten zu bestücken, die eben unter verwaiste Werke fallen. Gibt es denn noch irgendjemand aus dem Publikum noch Fragen? Dann bitte jetzt stellen, damit ich nicht die Einzige bin, die hier so viele Fragen hat. Ich hatte jetzt noch mal den Chat überflogen zu dem Tool DDB Studio. Das CMS, mit dem DDB Studio dann aufgesetzt wird, ne? Im Hintergrund, wo wir sozusagen die Inhalte einpflegen, das heißt, nennt sich Omeka. Also es ist so ähnlich wie WordPress oder so, also was oder Typo 3 oder ne, also so ein also so ähnlich wie solche Systems, mit denen man Webseiten bestückt. Es ist relativ hat relativ beschränkte Funktionen, ne? Also man kann Bilder einstellen, rechts, links, oben, unten, bestimmte Texte mit bestimmten Formatierungen. Man kann, ne, man hat eine Handvoll Layouts, eine Handvoll Farben. Also es geht einmal senkrecht die Laufrichtung, ab und zu kann man auch mal so seitlich, wie ich gezeigt habe, die Laufrichtung einstellen. So anfangs waren wir und vor allem auch die Studierenden, so ein bisschen enttäuscht, weil das so ein beschränkter Baukasten ist. Ne? Am Ende muss ich sagen, es ist gar nicht so verkehrt, dass die Möglichkeiten begrenzt sind, denn auf diese Weise wird man auch fertig damit. Mhm. Also wenn man unendliche Menge von Gestaltungsmöglichkeiten hat, verleite das natürlich immer dazu, sich was Kompliziertes auszudenken oder viele Dinge, die man dann, die so kompliziert und aufwendig sind, dass man sie nachher gar nicht schaffen kann. Also diese relative Begrenzung hat auch was Gutes und ich finde, man kann damit schon doch eine ganze Menge anstellen, sodass so eine kleine Geschichte, die wir da erzählen, auch wirklich ganz nett anzuschauen ist. Also Omeka ist das System, also ne, die,
das Gestaltungssystem, was hinter der Plattform DDB Studio liegt. Also ich finde das ja insgesamt eine sehr gute Möglichkeit für Archive, Museen, also jetzt in dem Fall auch für unser Archiv, mal irgendwie eine kleine Ausstellung zu machen. Ich habe das heute einem Nutzer von mir erzählt, in dessen Haus ich jetzt hier auch noch sitze, und der war gleich hellhörig, weil er sowas auch gerne machen würde. Die haben hier auch ein Archiv und so. Das ist, finde ich, eine super Idee. Also, und ich, wie gesagt, ich war ja auch gleich begeistert. Ich habe es ja nun auch auf deinem Riesenfernseher gesehen und konnte mir da so, also es war, ist schon toll. Also es ist ein tolles Ding. Ergänzend, wenn ich das noch sagen darf, ergänzend dazu, dieses DDB Studio Tool ist nicht losgelöst oder hängt, anders formuliert, hängt eng an der DDB dran. Das heißt, Sie können streng genommen nur Dinge dort zeigen, die schon in der DDB sich als Objekte befinden, weil es eben dann um diese Verlinkungen zwischen der Ausstellung und den Objekten der Ausstellung und den Stücken geht, die als Datensätze in der DDB sind. Das ist genau das, was Jana Hase vorhin beschrieben hat, dass man diese Links noch setzen muss. Und deswegen hat es jetzt auch wirklich dieses Jahr gedauert, weil wir das nicht freischalten können, solange die Objekte nicht wirklich in der DDB drin sind. Insofern, Frau Estler-Ziegler, müssen die Sachen wirklich erstmal in die DDB und dann, oder man kann parallel laufen lassen, aber man muss diese Verlinkungen zum Schluss eben bauen. Das ist auch beim Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv wäre das jetzt nicht so schwierig. Wir haben ja nun sehr, sehr viel schon in der DDB. Genau, nee, ist klar. Das ist kein Problem, aber es gibt bei anderen Leuten, die nicht so viele drin haben. Ja, genau. Mhm. Also klar, also gerade Museen, die schon viel in der DDB haben, da bietet sich das an, weil man kann da wirklich auch wirklich kleine thematische Ausstellungen machen, und es ist schaffbar. Es ist auch für Leute, die ja jetzt keine großen Webgestalter sind, ist das verständlich und machbar und schaffbar. Das ist das Schöne daran. Mhm. Und wenn so Digitalisierungsprojekte geplant werden, dann ist es natürlich immer ganz gut, das so, also diesen zeitlichen Ablauf dann einzuplanen. Wir haben schon parallel alles angelegt dort, die Geschichten. Also die Anlage war zum Ende des Projekts so gut wie fertig. Ich muss ja eben jetzt bloß diese Verlinkung, weil die Exporte an die DDB, die haben sich dann so ein bisschen verzögert, wie das oft so ist, ne? Die sind dann jetzt im Laufe des Folgejahres erst alle an die DDB geliefert worden und exportiert worden und freigeschaltet worden. Deswegen muss ich diese Verlinkung jetzt noch eintragen. Das kann man aber im Nachhinein dann auch machen. Ich hätte noch eine Frage zu dem Vokabular. Es sind wirklich nur 20 Worte übernommen worden, und das reicht als Vokabular oder als Schlagworte? Wir haben auch, glaube ich, alle in unseren eigenen Datenbanken sowieso unsere eigenen Schlagworte, die wir vergeben. Okay. Und dann haben wir eben, also da ist ja gar nicht so viel Platz. Ne? Und wir mussten welche finden, wo wir alle drei gesagt haben, ja, die passen in unsere Datenbankfelder noch rein und die passen zu unserem System und zu unserer Art zu verschlagworten. Und das reichte dann aber, ne? Modezeichnung, Damenbekleidung, also es war ja hier auch eine überschaubare Art von Objekten, die wir verschlagwortet haben. Gut. Ja, kommen jetzt, wenn sonst keine Fragen mehr kommen, dann. Ich würde gerne noch, wie soll ich das, Werbung in nicht direkt eigener Sache, aber in indirekt eigener Sache machen. Es gibt einen Film zum Thema, ich habe es gerade hier in den Chat geschrieben, Frau Hase nickt wissend, den habe ich vor 2 Wochen gesehen, der ist vor 2 Wochen etwa angelaufen. Er hat durchaus gemischte Kritiken gekriegt, kann man so sehen. Ich finde den großartig, weil der, also ich muss das auch unbedingt noch an unsere Studis, die da mit im Projekt waren, weiterleiten, wenn die das nicht schon längst gesehen haben. Elrun Götte ist von der Straße weg, damals in der späten DDR als Model gecastet worden. Die Regisseurin lief dann eben auch für Exquisit Modeschauen und für das Modeinstitut der DDR. Und wir haben eine Kollegin, Grit Seymour, bei der das ganz genauso war. Und die sind beiden dann, die sind vor dem Mauerfall noch in den Westen ausgereist, entweder freiwillig oder auch nicht so ganz freiwillig.
Elrun Götte ist dann Regisseurin geworden. Grit Simor ist bei der Mode geblieben, ist heute bei uns Modeprofessorin, ist da als Beraterin mit drin gewesen in dem Film und hat mit einer Klasse von sich, also hier mit einer Studierendengruppe, die ganzen Kostüme entworfen, die in dem Film vorkommen. Und insofern in eigener Sache, also indirekt, weil das eben, da steckt unser Fachbereich ziemlich mit drin in dem Film, was ich auch erst kurz vorher mitgekriegt habe. Ich war jetzt ein halbes Jahr überhaupt nicht in Deutschland oder bin ich viel. Also wenn Sie Lust haben, das sozusagen sich noch etwas mehr zu veranschauen. Modezeichnungen spielen da kaum bis gar nicht eine Rolle, außer dass an der Wand, in dem Setting manchmal an der Wand welche hängen. Fotografie spielt eine große Rolle und alles Mögliche. Also das ist, weiß nicht, Frau Haase, haben Sie ihn schon gesehen? Oder? Ich muss ihn unbedingt angucken, weil mir schon mehrere Kollegen davon erzählt haben und mir den dringend empfohlen haben. Das habe ich mir jetzt für die Ferien vorgenommen. Also kann ich auch nur dringend, ich finde ihn wirklich toll. Und das KBO, also das Kabelberg-Oberspree, in dem wir ja sitzen mit unserem Campus Wilhelmin, spielt auch eine Rolle, kommt entscheidend vor. Es gibt eine Außenszene, wo die tatsächlich hier nebenan gedreht worden ist. Die Innenaufnahmen sind irgendwo anders gedreht worden, weil natürlich hier nichts mehr ist an Produktion, beziehungsweise der Teil vom Kabelwerk, der immer noch Firmenproduktion ist, da wird sicher nicht gefilmt worden sein, weil der da niemanden reinlässt. Also das mussten sie irgendwie anders machen. Aber weil ich mit dem KWO schon so viel zu tun hatte, war das natürlich ein zweiter Punkt, diesen Film unbedingt sehen zu wollen. Also das wird jetzt sehr persönlich, aber also die Botschaft ist, gehen Sie ins Kino, gucken Sie ihn sich an. Dürfen Sie diese Botschaft weitergeben. Ja, dann möchte ich mich jetzt erstmal bedanken, dass die jetzt noch da sind, an unserer Veranstaltung teilgenommen haben. Wir planen in diesem Jahr noch einen Online-Vortrag und eine Exkursion. Diese werden dann auch zeitnah auf unserer Webseite unter aktuelle Veranstaltungen veröffentlicht werden und wir werden sie auch wieder unter den einschlägigen Mailinglisten dann davon in Kenntnis setzen.